Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Was ist die beste Möglichkeit zum Brennholz machen? Heute will ich mal drei Varianten miteinander vergleichen. Einmal der Klassiker, einfach Spaltaxt, Motorsäge, sonst braucht man nicht arg viel und dann wird fleißig von Hand gehackt. Da ist man dann ja schon bei unter 500 Euro mit seinem kompletten Setup mit dabei. Dann Meterholzspalter, kostet natürlich gleich ein bisschen mehr, ist man dann bei ein paar tausend Euro. Und dann natürlich noch das Sägespaltautomat, wo ja an sich schon mal 1000 Euro kostet. Plus dann natürlich noch irgendwas zum Bestücken und dann braucht man natürlich auch einen Anhänger in einer gewissen Größe, der sich da auch lohnt, da drauf zu spalten. Also ist man da ja schnell bei 30.000, 40.000 Euro für das ganze Setup. Deswegen habe ich mir jetzt mal 6 Stämme rausgesucht, wo ungefähr den gleichen Durchmesser haben. Die dicken so circa 30 bis 35 cm und 2,5 Meter lang. Und dann jeweils noch einen dünn für die ganzen Methoden, wo bloß so 15 cm hat und auch 3 Meter lang ist. Und dann würde ich sagen, tun wir den Stamm mal mit jeder von den Varianten verarbeiten. Und dann schauen wir einfach mal, wie lange hat es gedauert und was ist uns sonst so alles dabei aufgefallen. Also los geht's! Dann nehmen wir hier für den ersten Stamm jetzt mal so die einfachste Hobbyholzerausrüstung, wie es eben so geht. Eine Spaltaxt kostet jetzt nicht die Welt. Dann einfach eine Motorsäge, braucht man sowieso. Und dann natürlich noch persönliche Schutzausrüstung. Aber ansonsten war es das eigentlich. Und natürlich noch einen Anhänger, um das Holz dann heimtransportieren. Ja, und dann ist der erste Schritt jetzt hier uns zuerst mal auf dem Stamm 33 cm Stücke anzeichnen. Also dann zum Anzeichnen nehme ich jetzt hier einfach eine Sprühfarbe und einen Meterstab. Das ist das Einzige, was ich halt gerade dafür dabei habe. Also das Anzeichnen hat jetzt circa eine halbe Minute gedauert. Geht so eigentlich recht gut. Aber man kann natürlich auch da so einen Ripser nehmen. Das haben wir auch schon gemacht. Oder sonst gibt es auch noch ein paar verschiedene andere Möglichkeiten. Dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns Motorsäge und sägen uns die Stücke mal auf Länge. Also Stamm zu sägen hat jetzt circa 2 Minuten gedauert, aber das kommt natürlich immer darauf an, wie scharf die Kette ist. Weil das sieht man auch ab und zu bei den Hobbyholzer, wenn die mit einer ganz stumpfen Kette dastehen und dann für jeden Schnitt gefühlt eine Minute brauchen, da dauert es natürlich deutlich länger so. Gut, jetzt haben wir die Rugel mal hier vorne an die Weg getan. Hat jetzt auch wieder noch mal so eine Minute oder so gedauert. Aber jetzt haben wir doch auch noch aufkalte Ware vom Holz aufladen. Aber jetzt kann es hier mit dem Spalter losgehen. Achso, dann stellen wir wieder das Auto mit dem Anhänger hierher, dass man dann eben gleich die Scheitel drauf kann erkennen. Also dann würde ich mal sagen, fangen wir hier zum Spalten an. So, das ist jetzt mal alles in schöne, feine Scheitel gespaltet. Das geht natürlich bei so einem frischen Holz, wenn es keine Äste drin hat, wirklich prima.
und es hat jetzt so 5,5 Minuten gedauert. Aber jetzt müssen die ganzen Scheitel natürlich auch noch auf den Anhänger laden. Jetzt nochmal 2,5 Minuten und das Holz ist auf dem Anhänger. Also war das dann jetzt alles in allem für den Stamm ein bisschen mehr wie 10 Minuten. Gut, und dann als zweites Stämmle hier noch ein von denen dünne. Also das zweite dünnere Stämmle hat jetzt so 6,30 gedauert, aber wirklich alles in allem. Also jetzt nicht bloß die Zeiten vom Reinsägen und Reinspalten, sondern so lange bis mir jetzt halt gleich mit dem nächsten Stämmle anfangen konnte. Aber da war jetzt eben auch die Sache, die dünneren Scheite sind eben hier auf dem unebenen Waldboden nicht so richtig gestanden. Da wäre ein Hackstotzen wieder besser gewesen, aber für das bisschen hat sich da jetzt auch nicht gelohnt, da jetzt nur irgendeinen hinzustellen. Aber so prinzipiell geht das natürlich auch super gut, die dünnen. Aber in einem hat es irgendwie einen Ast drin gehabt und der war dann gleich mega hart. Also da kann man dann reinhauen, wie man will. Hat man auch gesehen, da ist der Axt einmal einfach wieder rausgesprungen. Und das dauert dann natürlich. Also wenn man da lauter so Ästige hat, dann macht es auch bei denen dicke keinen Spaß. Man muss schon sagen, hat soweit prima funktioniert und macht natürlich auch Spaß, auf so ein schönes frisches Holz mit der Axt einzuschlagen, wenn es keine Äste hat und dann super zum Spalten geht. Aber natürlich, wie schon gesagt, ästiges Holz oder dann wirklich noch dickere, da müsste man gleich wieder mit dem Keil anfangen und so, da geht es dann auch gleich wieder nicht so gut. Aber so mitteldickes, astfreies Holz geht mit der Axt super. Und was man natürlich schon auch sagen muss, was ein großer Vorteil ist, man braucht eben nicht arg viel Sache. Also wir haben jetzt halt mit Vorsäge und Spaltaxt eingeladen und sind jetzt hier rausgefahren, haben hier jetzt ein bisschen gespalten und somit kann man dann eben, wenn man abends noch ein, zwei Stunden Zeit hat, kann man noch schnell in den Wald fahren, dann Hänger voll machen. Das ist natürlich bei den anderen Methoden dann doch gleich wieder ein bisschen anders, weil da eben einfach noch mehr Aufbauzeit und so mit reinfällt. Und die hat man hier überhaupt nicht. Also man fährt raus, sägt sich seinen Stamm in Stücke, spaltet den, keilt dann das ganze Sache ins Auto wieder rein und fährt wieder heim. Ja, nächste Möglichkeit ist natürlich der Meterholzspalter. Das ist ja so der Klassiker und ist eben auch so ein guter Kompromiss zwischen einerseits geht es relativ schnell, aber ist auch noch relativ vertretbar preislich für eben einen Privatanwender, weil da muss man dann eben bei einem Holzspalter so ein paar tausend Euro, der hier ist jetzt so um die 3000 Euro rechnen, braucht natürlich einen Bulldog, wenn man den schon hat, dann ist natürlich sowieso eine klare Sache, ansonsten braucht man halt noch einen Bulldog hier, der hat jetzt so 4000 Euro gekostet, wenn man noch ein bisschen dran schrauben will und jetzt nicht das allermodernste, tollste Teil braucht, kriegt man natürlich vielleicht auch noch ein bisschen günstigere, einen kleineren zum Holzspalten. Also ist man dann irgendwie so bei 7000 Euro oder sowas in dem Dreh für Spalter, Schlepper und dann eben auch noch irgendwie Motorsäge und so. Und das ist ja auch so die Variante, wie es wir jetzt immer gemacht haben, weil was dann natürlich eben auch der ganz große Vorteil ist, man kann eben im Wald seine Stämme dann spalten in Meterholz, das dann irgendwo hin transportieren zu uns in den Wald, dann eben da auf eine schöne große Holzbike setzen, lassen sich gut und schnell biken, große Biken kann man da machen und kann es dann eben, wenn man es braucht, zu sich nach Hause fahren bzw. vorher eben noch sägen. Das hier ist jetzt unser Stamm, den habe ich mir jetzt hier einfach mal nach vorne gelegt, weil das ist ja auch die Sache, bei Meterholzspalter muss man eben auch seine Meterstücke dann zum Spalter bekommen. Und gerade von ganz dahin wäre es jetzt natürlich auch ein ganz schöner Weg gewesen, die über den Polder drüber zu lupfen. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Gut, dann tun wir uns hier mal Meterstückle anreißen. Da habe ich mir hier mal sowas gebaut. Das ist einfach ein Rohr mit hier vorne einem Messer dran. Und das funktioniert eigentlich echt super. Kann man dann auf der einen Seite so reinstecken und dann eben hier so anritzen.
Sägen geht dann natürlich ziemlich schnell, weil man muss ja bloß jedes dritte Scheitel sägen. Aber das muss man dann dafür nachher büßen, wenn man dann eben die Meterscheitler wieder in Scheitelslänge sägen muss. Ja, aber dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den Spalter an und spalten die mal schnell. Die zwei Stücke haben jetzt zusammen 6 Minuten gedauert. Ihr seht, hier liegt ja noch ein halber Meter, weil das sind eben 2,5 Meter Stücke. Aber insofern, ich habe gedacht, bevor ich den jetzt spalte, tun wir einfach nochmal 25% von der Zeit da jetzt oben drauf rechnen. Und wenn man das dann eben auf die 2,5 Meter hochrechnet, ist man dann quasi so bei 7,5 Minuten. Also ihr seht, das dauert auch seine Zeit. Im Vergleich, wo ich es von Hand mit der Axt gespalten habe, da waren es ja 10 Minuten, wenn ich mich recht entsinne, und da habe ich sogar noch feinere Scheite gemacht. Insofern dauert schon auch, zumindest wenn man hier jetzt bloß ein Messer hat, wenn man mit einem Spaltkreuz spaltet, geht es natürlich wieder schneller, aber das ist natürlich bei so einem stehenden Spalter nicht erlaubt. Aber so haben jetzt die relativ dicken Scheite doch relativ lang gedauert. Und wenn ich das jetzt so fein gespalten hätte wie von Hand, wäre ich da wahrscheinlich erstaunlicherweise auf eine ähnliche Zeit rausgekommen. Aber das ist eben schon die Sache, wo ich auch immer meine, von Hand mit der Axt spalten geht eben einfach schnell. Und dann wie beim vom Hand spalten auch jetzt noch einen dünnen. So, auch das Stämmle ist gespalten, da war jetzt auch noch Schlepper mit anderen dabei, was man natürlich nicht bei jedem einzelnen Stück machen muss, wenn man eben mehr spaltet. Deswegen sagt man jetzt einfach mal 4 Minuten, war jetzt eben sägen, rumtragen und dann eben spalten, plus dann natürlich noch hinten das halbe Stück, also 5 Minuten. Insofern waren wir da jetzt ein bisschen schneller, wie wo wir es eben von Hand auf Scheitelslänge von Hand gespalten haben. Was man natürlich schon sagen muss,
So ein Holzspalter ist eben egal, was das für ein Holz ist. Weil beim von Handspalten, da bekommt man bloß solche Zeichen, wenn man eben ein wirklich schönes, astfreies Holz hat. Wenn man irgendwie hier jetzt so dicke, knorpelige, astige Dinger hat, dann dauert es von Hand natürlich viel, viel, viel länger und ist viel, viel anstrengender. Und mit dem Holzspalter dauert es ungefähr gleich lang. Plus natürlich die Spaltgeschwindigkeit so von Hand hält mir jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Tag durch. Da ist mit dem Meterholzspalter schon ein gutes Stück weniger anstrengend. Wobei man natürlich schon auch sagen muss, die Meterstücke sind natürlich je nach Durchmesser dann auch relativ schwer. Und wenn man die eben rumtragen oder kurgeln muss, natürlich man hat einen Stammheber, aber auch da muss man es dann zuerst mal draufbringen und dann noch bewegen. Also ist trotzdem noch eine gute Arbeit, aber natürlich auf jeden Fall weniger Arbeit wie alles von Handspalten. Im letzten Video, wo man eben hier den Spalter gesehen hat, da haben ja viele gemeint, dass sie hier die Bedienung nicht so gut finden. Und das ist ja schon so, für dickere Stämme ist das nicht unbedingt ideal. Aber da habe ich jetzt auch mal mit Holzprofi gesprochen, weil aufgrund von eurem Feedback hat man eben hier oben jetzt dann so mit zwei Hebeln und unten ein bisschen eine andere Stammhalterung, also wo man von oben mit einem Zacken runtergeht, glaube ich. Und das ist dann natürlich für dickere Stämme natürlich ein Stück besser. Wobei ich schon sagen muss, für so dünnere finde ich die Bedienung nach wie vor gar nicht so schlecht. Und dann die nächste Möglichkeit, Sägespaltautomat. Das ist ja natürlich so die Königsklasse der Brennholzverarbeitung. In der Regel nichts, was man sich für den Eigenbedarf besorgt, weil es eben einfach extrem teuer ist. Weil da muss man dann eben schon sagen, hier so ein Sägespaltautomat, hier der Brugger SA48 Pro, der kostet so ca. 10.000 Euro plus dann Steuer noch und plus eben noch so ein Fördertisch, wo man ja auch noch braucht, wo man auch nochmal so bei 1.500 Euro oder so ist. Dann muss man das Ganze irgendwie bestücken. Funktioniert auch mit dem Bulldog und da irgendwie einem Schlupf dran oder so. Aber komfortabler ist natürlich irgendwie mit dem Bagger oder so. Und noch komfortabler ist, wenn man eben am Bagger hier jetzt auch so einen richtigen Holzgreifer hat. Weil was euch vielleicht auch aufgefallen ist, hier steht auch ein anderer Bagger. Hat man ja im letzten Video auch schon gesehen. Weil ich hatte ja bisher von Bagger2Go den SE17 ausgeliehen gehabt. Aber den hat er jetzt zurückgebraucht. Aber dafür hat er mir jetzt den SE18 mitgegeben. Das ist prinzipiell der gleiche Bagger, nur dass er eben ein Führerhaus hat. Und ist eben jetzt auch ein neueres Modell, da werden eben auch immer Sachen geändert. Der hat jetzt eben auch noch eine dritte Zusatzleitung für einen hydraulischen Schnellwechsler, aber leider noch keinen hydraulischen Schnellwechsler dran. Und da hat er mir jetzt dazu auch noch einen Greifer mitgeliehen. Und das ist natürlich schon mega praktisch, weil wir haben es ja bisher mit dem Schlupf gemacht, weil das hier mit dem Greifer alles ein bisschen länger gedauert hat, wie ursprünglich geplant. Und weil wir jetzt eben bei dem guten Wetter dann doch schon mit dem Brennholz machen anfangen wollten. Aber das hier ist jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Weil gerade auch wenn die Stämme halt irgendwo drauf liegen, ist natürlich extrem schwierig, dann Schlupf drunter zu machen. Und ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil man da ja prinzipiell mit der Hand so unter das Stammohr so muss. Also auf jeden Fall muss man damit extrem aufpassen. Und hier mit so einem Greifer kann man dann eben direkt vom Polder die Stämme packen, drehen und dann eben hier drauflegen. Ist natürlich auch nicht ganz abschreitend, dass es natürlich auch Spaß macht, hier mit so einem richtigen Holzgreifer dann sein Holz zu bearbeiten. Weil das hat dann schon gleich nochmal eine ganz andere Professionalität. Weil gerade bei den dünnen Stämmen kann man da eben auch einen ganzen Batzen nehmen. Ich habe den gestern das erste Mal hier ausprobiert und halt irgendwie 6, 7 so dünnere Stämme auf einmal und das hat dann einen halben Big Pack voll gegeben. Sagen tun wir dann gleich mal den dicken und den dünnen Stamm hier auf den Spaltautomat und lassen die zweimal durch und schauen, wie lang es dauert. Und wenn ihr euch auch für so einen Bagger von Chantui interessiert, könnt ihr ab jetzt auch einfach mal bei mir vorbeischauen, weil bei mir kann man den jetzt eben auch anschauen, Probebaggern, Verkauf und so weiter, läuft alles nach wie vor über Bagger2Go, aber dann bin ich quasi ab jetzt so ein Showroom von denen. Und dann müsst ihr eben, je nachdem von wo ihr kommt, eben nicht ganz so weit fahren und könnt somit mich auch noch unterstützen.
Also der Stamm mit dem Sägespaltautomat hat jetzt so circa... Also der Stamm mit dem Sägespaltautomat hat jetzt so knappe 5 Minuten gedauert. Muss auch sagen, der war von allen der dickste. Der hat jetzt so 36 cm gehabt und die anderen bloß so 30. Aber also schon ein ganzes Stück schneller. Weil natürlich, man muss noch das Bestücken rechnen, dafür hat man jetzt vorher nichts mehr sägen müssen und muss jetzt nicht noch aufladen. Weil das war ja beim Meterholzspalter, da waren es ja so 7,5 Minuten, meine ich, haben wir ausgerechnet. Plus dann waren es nochmal, ich meine, eine Minute zum Sägen, also so 8,5 Minuten zu 5 Minuten. Und was man natürlich auch noch rechnen muss, beim Meterspalter hatten dann eben Meterstücke, die muss man dann nochmal sägen, also sagen wir mal, das dauert dann auch nochmal 1,5 Minuten oder so, dann kommen wir da ungefähr auf 10 Minuten raus. Also ist der hier schon doppelt so schnell wie der Meterholzspalter. Zumindest hier jetzt so in dem Vergleich. Aber dann lassen wir jetzt nochmal schnell das dünne Stämmle durch. Also der hier hat jetzt 3 Minuten gedauert, also auch da wieder ungefähr doppelt so schnell wie mit dem Meterholzspalter oder von Hand. Und was man natürlich sagen muss, der war jetzt schon arg klein, also da hat es jetzt arg feine Scheite gegeben mit dem 8-Fach-Kreuz. Aber wenn der noch ein bisschen größer gewesen wäre, also so 25 gehabt hätte, dann wäre es genauso schnell gegangen und man hätte eben deutlich mehr Holz gemacht. Was natürlich der allergrößte Unterschied ist und natürlich auch noch ausschlaggebender, wie dass es eben fast doppelt so schnell geht, ist, dass ich eben von Hand gar nichts machen musste. Weil die Stämme habe ich mit dem Bagger drauf gelupft, dann mit dem Stammheber gehebt, durchgefördert und da musste ich jetzt auch keine zweimal spalten. Bei den Eschen mit den 36, da hätte es jetzt vielleicht auch nicht gescheit, wenn er das eine oder andere Scheitel nochmal durchgelassen hätte. Aber wenn man eben Stämme hat, wo so bis 30 cm haben, dann passt es mit dem 8-Fach-Kreuz so, dass man eben nichts nochmal spalten muss und dann geht es eben ziemlich schnell und vor allem ist gar keine Schinderei. Wenn man jetzt natürlich dickere Stämme hat, wo dann 40 cm oder so haben, dann sieht es natürlich gleich wieder anders aus, weil da muss man eben die Scheide dann nochmal spalten. Aber wenn man das weiß, dann kann man ja auch einfach dünneres Holz bestellen. Bei uns war jetzt eben die Sache, da wo wir das Holz bestellt haben, haben wir noch gar nicht gewusst, dass wir hier den Spaltautomat zum Testen bekommen. Insofern haben wir jetzt eben da nichts Besonderes bestellt, sondern einfach ganz normales Holz. Aber wenn man das dann vorher weiß und dann eben sich dünneres Holz besorgt, dann ist das natürlich wirklich eine super Sache. Aber wir haben halt bei unserem Polter auch 2-3 Stämme dabei, wo eben dicker sind wie die 50 cm, wo wir eben mit dem spalten können. Insofern müssen wir dann jetzt die trotzdem mit dem Meterholzspalter machen. Und danach würde ich sagen, kommen wir dann zum Fazit.
jetzt habe ich ja rein spaßeshalber zu Versuchszwecken mal hier den fetten Stamm mit dem ein bisschen rumgelupft. Ich habe es jetzt auch mal schnell ausgerechnet. Der Stamm hier hat so circa 0,9 Festmeter, also wiegt fast eine Tonne. Und die habe ich jetzt bewegen können. Zwar nicht problemlos, wobei er hat ihn schon manchmal ein paar Mal komplett in der Luft gehabt. Aber natürlich, da ist dann komplett am Limit und da geht dann halt auch der Arm runter, weil da eben das Überdruckventil von dem Armzylinder einfach dann auslöst. Ja, hier vorne war er ja jetzt schön vorne in der Luft, aber hier liegt er jetzt im Dreck drin. Da müsste ich dann ja durchsägen und ihn dann noch drehen. Oder man packt ihn einfach in der Mitte, lupft ihn und hebt ihn sich dann so ein bisschen in die Luft. Ja, also den hebt er jetzt ganz entspannt. 3 Meter von dem 5 Meter Stamm und auch noch die dicken. Hier war er ja dünner, da oben hat er, weil da hat er keine 50, da oben hat er 60. Insofern werden das jetzt schon auf jeden Fall noch 600 Kilo mindestens sein, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber das hat er jetzt noch problemlos gehoben. Aber natürlich auch bloß, wenn man wirklich ganz nah dran ist. Sobald man weiter wegkommt, geht es dann gleich nicht mehr. Und das ist natürlich das Schöne bei dem Greifer, da kann ich deutlich näher am Bagger heben. Weil mit dem Schlupf musste ich ja immer relativ weit weg sein und da hätte ich den wahrscheinlich nicht bewegt bekommen. Muss ich schon sagen, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Aber natürlich ist eben immer eine Sache von der Ausladung. Weil wenn ich eben weiter weg bin, dann kann ich natürlich deutlich weniger bloß noch heben. Aber so direkt am Bagger war das jetzt wirklich gar kein Thema. Also das hat jetzt super funktioniert, weil so einen dicken Rugel von Hand bewegen ist nicht unmöglich, aber ist auf jeden Fall eine Plagerei. Vor allem wenn es dann eben so oben ist wie hier, dann auf den Stammheber drauf wageln, dann mit dem hoch und so. Aber so hat es jetzt prima funktioniert. Aber geht natürlich nur für dicke, aber für dünne braucht man es ja auch nicht. Thank you.
Ja, jetzt haben wir noch mal ein bisschen mit den Dicke angefangen. Also das funktioniert schon, aber es sind natürlich schon echt unhandliche, schwere Dinger. Also das ist auf jeden Fall schon auch eine ordentliche Schafferei, die da in schönes, feines Holz zum Zerspalten. Aber funktioniert. Aber dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Was ist jetzt nun das Beste? Ja, das kommt halt einfach extrem drauf an, was man macht. Ja, und wenn man jetzt im Jahr irgendwie seine 5 Schüttraummeter oder von mir aus auch 10 oder so verbraucht, dann finde ich, ist von Hand mit Axt oder da auch einem Keilspalten gar keine so schlechte Option. Weil es funktioniert relativ gut, geht relativ schnell, dann kommt es natürlich drauf an, ob da kann man ja auch Meterstücke machen, so haben es mir immer gemacht, funktioniert auch. Wobei bei so dickem Holz ist das dann auch wieder nicht so geschickt, das ist dann auch mehr für dünneres Holz, aber geht auf jeden Fall. Natürlich schon sagen, ist körperlich eine relativ anstrengende Sache. Da ist dann natürlich mit einem Holzspalter schon ein bisschen einfacher. Gerade so ein Meterholzspalter ist natürlich ziemlich universell, weil mit dem kann man sein Meterholz spalten, bekommt da so ziemlich jedes Holz klein. Also gerade wenn man vielleicht auch irgendwie Krustholz hat, irgendwie knorpeliges, aschiges Zeug, da ist es auf jeden Fall eine super Lösung, weil da bekommt man alles Holz klein, kann Meterstücke spalten, kann aber auch mal Scheitelslänge direkt spalten, wenn man das mal muss, funktioniert alles. Und was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, so ein kleiner elektrischer Spalter, so wie wir auch einen haben, so einen alten einfachen, wo man dann eben seine Scheitelslänge direkt spalten kann daheim. Also muss man dann im Wald sein Holz in Stücke zersägen, das dann auf den Anhänger laden, dann heimfahren und dann spalten. Funktioniert auch, wobei da sind wir immer der Meinung gewesen, dass es dann einfach einfacher und schneller geht, das dann auch gleich mit der Axt da durch zum Hacken. Weil ich finde, bis man dann die Rugel auf den Holzspalter drauf lupft, wenn man dann so einen liegenden hat, dann spaltet, dann muss man es ja wieder zur Seite tun. Da geht es bei einem aschfreien Holz mit der Axt, glaube ich, einfacher und mit weniger Plagerei. Bei aschigem Holz ist das natürlich wieder eine ganz andere Sache. Da ist das dann auf jeden Fall eine große Erleichterung. Und was man natürlich zum Meterholz noch sagen muss, das muss man natürlich auch wieder irgendwie klein sägen. Also braucht man dann nochmal eine Wippkreissäge oder Bandsäge oder irgendwie eine Vorrichtung, so wie ich habe am Frontlader so eine Kiste, was dann mit der großen Motorsäge sägt. Aber das muss man natürlich preislich auch noch mit reinrechnen. Das kostet ja auch ein Geld und ist natürlich auch wieder nochmal ein bisschen Aufwand. Muss das Holz dann nochmal in die Hand nehmen, dann sägen und dann eben wieder auf den Anhänger laden oder so. Und natürlich so ein Spaltautomat ist auf jeden Fall eine feine Sache, ist das, wo mit der wenigsten körperlichen Arbeit verbunden ist. Und das ist dann eben auch die Sache, da kann man eben auch einen ganzen Tag spalten, ohne dass man am Abend maushäh ist, so wie wenn man es mit der Axt oder mit dem Meterholzspalter gemacht hätte. Insofern hat es auf jeden Fall für größere Mengen absolut seine Berechtigung. Aber natürlich, wenn man jetzt nur privat für sich macht, dann lohnt es sich wahrscheinlich wieder nicht mehr. Schon allein, weil die Maschinen eben ziemlich teuer sind und eben auch viel Platz wegnehmen. Weil wenn man dann eben in ein, zwei Tagen im Jahr sein Holz gespalten hat, dann muss man eben die Maschine auch den Rest vom Jahr rumstellen. Natürlich, wenn man jetzt einen Hof hat oder so oder sonst viel Platz, dann ist das auch wieder kein Thema. Aber zum Beispiel, ich hätte nicht den Platz, um hier so eine Maschine das ganze Jahr irgendwo hinzustellen. Und dann braucht man natürlich auch nochmal irgendwie wieder was zum Bestücken. Natürlich die meisten, wo sie irgendwie überlegen, sich einen Sägespaltautomat zu kaufen, haben dann natürlich auch einen Bulldog oder einen Rückewagen oder Bagger oder irgendwas in der Art, womit man es dann auch drauf tun kann. Aber ist natürlich auch nochmal eine Maschine, wo man eben einfach dazu braucht. Weil von Hand die Stämme vom Polder runter auf den Sägespaltautomat tun, funktioniert eher nicht so gut. Und da ist man natürlich auch nicht ganz so flexibel vom Holz her, sondern das sollten da schon relativ gerade Stämme sein. Am besten irgendwie so vom Durchmesser so 15 bis knapp 30 cm. Das ist halt einfach die Größe, wo so ein Ding dann gut funktioniert und Sinn macht. Wenn man eben dickere Stämme spalten will, dann bräuchte man natürlich noch einen größeren, wo dann eben auch ein noch feineres Kreuz hat, beziehungsweise dann noch so ein Ring quasi drin. Weil bei so einem Achtfachkreuz ab einer gewissen Dicke bekommt man einfach riesig große Scheite und das ist natürlich auch nicht mehr so ideal. Insofern muss man da einfach das richtige Holz haben. Und wenn es dann eben so Dicke dabei hat wie bei dem Polder, dann braucht man natürlich auch noch irgendwie eine Ausweichmöglichkeit, um die dann eben klein bekommen. So bloß für den Eigenbedarf lohnt sich so ein Sägespaltautomat eher nicht. Aber was dann zum Beispiel wieder Sinn macht, ist, wenn man mit ein paar Kumpels zusammen zum Beispiel Brennholz macht und eben jeder seine, was weiß ich, 10 Festmeter im Jahr oder so spalten muss. Und wenn man dann eben zu 50 oder so und dann 50 Festmeter im Jahr spalten muss, dann kann man sich natürlich schon wieder überlegen, ob es sich dann lohnt, sich so eine Maschine anzuschaffen, wenn dann eben der Preis quasi durch 5 geteilt wird und man dann eben so zusammen sein Holz an ein paar Wochenenden machen kann.
Und was natürlich auch noch die Sache ist, mit so einem Sägespaltautomat kann man natürlich auch wunderbar irgendwie in Big Packs oder Gitterboxen reinspalten. Da habe ich mir jetzt auch ein paar bestellt, das will ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Und dann muss man es natürlich wirklich gar nicht mehr anlangen. Dann kann man es mit dem Bagger oder mit sonst was auf das Sägespaltautomat legen, dann da Spalten in Big Packs rein, irgendwie vorne am Frontlader dran, die dann irgendwo hinsetzen, trocknen lassen und wenn man genügend Platz hat, sie dann irgendwo hinstellen, wo man es direkt daraus verbrennen kann. Das ist natürlich der Idealzustand, dann muss man es wirklich gar nicht anfassen und dann ist das natürlich alles recht effizient. Also ich muss schon sagen, hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht, hier das mal so zu vergleichen, weil das ist eben schon so Sägespaltautomaten, sieht man ja ab und zu mal, aber habe ich schon immer gedacht, wäre mal interessant, mal mit sowas zu arbeiten, wie das funktioniert, wie es halt einfach geht. Und das war jetzt auf jeden Fall eine super Gelegenheit, dadurch, dass ich den mal ein paar Wochen zum Testen da habe, zum das einfach mal ausprobieren und natürlich auch mit den anderen Holzmachmethoden, die wir ja auch so eingesetzt haben, einfach mal zu vergleichen, beziehungsweise Meterholzspalten tun wir ja immer noch. Jetzt genug geschwätzt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und damit bis zum nächsten Video. Tschüss!